Hier wird nicht einfach nur mal das Tanzbein geschwungen. Alle 187 Vereinssporttänzer aus ganz Deutschland wissen genau, was sie tun. Pro Lauf müssen die Paare 4 Tänze absolvieren. Walzer, Tango, Slow Fox und Quickstep. In dieser Liga ist Schicksal lange nicht mehr alles. Rüdiger Knaack aus Niedersachsen sieht genau, wenn irgendwo ein Schuh drückt. Es gibt natürlich zum einen das paarweise Verhalten, also wie die beiden Körper sich zueinander verhalten, ob sie im Paar ruhig bleiben in den Schwerpunkten, dann die Körperlinien, Musikalität und Gesamteindruck. Also letztendlich auch so ein bisschen, ob das Paar eine gewisse Ausstrahlung hat. Aber den Ellenbogen damit rausnehmen. Das wissen auch Astrid und Daniel Exel aus Saalfeld, die gleich in der Seniorenklasse bis 45 Jahre ran müssen. Beide lernten sich als Teenager ausgerechnet beim Tanzen kennen und lieben. Seit 2 Jahren trainieren sie im Verein und wollen keinen anderen Sport. Das ist ein unglaublich schöner Sport im Paar. Also man macht wirklich was miteinander. Man spürt jede Bewegung, jede Verbesserung, jede Trainingseinheit macht sich bemerkbar. Und das ist was einfach auch zusammenschweißt. Die Leidenschaft merkt man den beiden schon beim ersten Wertungstanz an. Im K.O.-System müssen sie sich in der nächsten halben Stunde behaupten. Trainer Matthias Recknagel ahnt, dass heute was Großes gehen kann. Ein ganz starkes Feld, aber die beiden, ich denke, Platz 1 bis 3 ist auf jeden Fall drin. Haben die ganz toll gemacht, schön geschwungen, schöne Haltung. Jetzt beim Quickstep entscheidet sich das jetzt. 4 Paare sind in dieser Runde raus. Jetzt geht's um Platz 1 bis 6 und da wird's noch mal spannend. Zum Schluss holen die Thüringer einen überragenden 3. Platz und sind überglücklich. Den tänzerischen Nachwuchs interessiert das eher weniger. Wir sind mit dem Platz 3 super zufrieden. Genau, ich denke auch, bei so einem starken Feld dann auch aufs Treppchen zu kommen, was will man mehr? Aber man sieht jetzt auch, dass es Sport ist, ne? Ja, auf alle Fälle. Also es ist angenehm, es wirkt sich auch auf die Figur aus und man merkt, man kommt gar nicht nach mit Abtupfen. Ob Tanz erfahren oder nicht, bis morgen Abend kann in der Thüringenhalle noch zugeschaut werden.